Hat er sonst noch so? Käsekuchen. Ja, das wäre schon ganz praktisch, aber leider... Oh, ich hatte letztens Käsekuchen, der war richtig geil. Wow. Elenia, ja. Oh, Käsekuchen ist auch noch mein Lieblingskuchen. Wirklich? Mhm. Nein, Schokolade. Oh ja, wobei ja Schokotorte. Ja, ja, Torte, Kuchen, egal, Hauptsache Schokolade. Und an zweiter Stelle stehen die Erdbeeren. Die kommen dann danach. Ja, die tunkst du dann einfach in die Torte rein. Ja. Ja, mir geht's auch gut. Schön, dass es dir gut geht. Freut mich. Ja, ich spiele mit Jason. Ja, bin wieder da. Ja. Yay! Ja! Voll die Freude. Jason! Ich habe die 60 Kilometer überlebt. Toll. Ja, du hast sie aber auch nur überlebt, weil du keinen Leuten namens Helena und Leon über den Weg gelaufen bist. Mhm. Stimmt. Wer sind Helena und Leon? Ach so. Musst du gerade kurz nachdenken. Ja, wir haben rausgefunden, immer wenn andere Menschen mit den beiden in Kontakt kommen, überschlägt sich irgendwie ein Auto oder ein Flugzeug und explodiert. Das wäre nicht so gut gewesen, da wäre ich nämlich nicht mehr hier angekommen. Richtig, denn ja. Der ist verbrannt. Dann wäre es ein Zombie. Also ja, oder verbrannt. Verbrannt und explodiert. Würde ich als Zombie weiter streamen. Ja. Und die ganze Zeit sagen oder ja, irgendwie sowas. Ja, und jedes Mal würde ich sagen, wenn du zuerst kommst, so, ah, es riecht nach Barbecue. Oh, das ist bitter. Oh mein Gott, Megan, hör auf zu heulen und mach bereit. Ja. Wieso hat sie so einen weinenden Smiley als Namen? Keine Ahnung, weil sie mal getunnelt und gecampt wird. Oder sie ist Leon und Helena begegnet. Oh mein Gott. Traurig. Ach ja. Jason, bist du eigentlich online? Mhm. Ja. Der Kerl ist online. Hallo, Jason Stream. Hallo. Ja, hab ich mitbekommen. Er ist einfach hier reingejoint und hat ein Geräusch gemacht. Oh, jetzt kommt sogar bei mir die Benachrichtigung so. Oh, jetzt erst? Ich bin hier, du bist hier, spiel mit. Oh, Jason, was für obszöne. Was denn? Den hab ich schon seit Ewigkeiten drin. Verzweifelt. Ja, das auch. Wow. Ich würde sogar eine Helena nehmen. Hä? Helena? Oh mein Gott. Der wird 100 pro Helena nehmen. Ja, richtig. Und ihre Schwester. Geri. Ja. Mit den Tentakeln. Vor allem, wenn die da so rumcroucht. Ja, das hab ich schon ein bisschen, ey, wie die auf einem Vieren da lang ist. Das, Hat ein bisschen an Catwoman erinnert. Ja, ohne Witz dachte ich auch erst. Die Animation war eigentlich dieselbe. Die haben sie bestimmt da geklaut. Vielleicht ist Helena Catwoman. Nein, wenn dann Debra. Nicht. Ja, Debra. Wer ist Debra? Jason. Ja, bitte. Ja, wer ist Debra? Das wirst du nie erfahren. Ja, das sage ich dir, wenn wir dann da sind. Die Schwester von Wonderbra, oder wie? Ja, kommt hin. Nee, wieso bin ich wieder in Besessenheit? Was habe ich getan? Zu wenig. Nenno. Da kommt was. Wer ist es? Nee, weiß ich nicht. Ja, Leute. Ja, versteck dich hinter dem Gendino-Mast. Wieder klar. Oh, es ist Bubba. Ja, damit. Bubba. Bubba. Wie gut, weißt du, hockt sich hinter den Gen statt einfach weiterzumachen. Ja. Immer. Klemmt mich da mal noch automatisch ein. Schäme dich, Axel, schäme dich. Okay. Ich renn der Spatten hinterher. Das ist nicht Jason. Ja. Das ist doch Jason, ja. Und? Darf Jason nicht schwarz sein, oder was? Nö. Ich bin in Teer gefallen. Wo sind die Federn? Die habe ich mir nach ewigen Jahren einzeln immer wieder abgepult, bis ich alle fertig hatte. Juhu, was? Ja. Aber das Teer blieb drauf, ne? Ja. Kobel, Jason! Nein, bitte tu mir nicht weh! Ich war doch eigentlich immer ein Gen irgendwo. Tu mir nicht Vielleicht. Weh. Ach da. Vielleicht auch nicht. Das würde mir wehtun. Ein Totem. Ein Totem. Ob du den? Ich bin entkommen! Ich sehe es. Ich bin nicht gestorben. Ich mach einen Gen. Weißt du? Ja, eiert die jetzt die ganze Zeit bei der... Nein, er hat mich. Nein, Jason! Er muss erstmal wieder reinkommen. Ja, lass mich ihn doch poppen. Er hat zwei Tage nicht gezockt, ey. Das ist wie ein Leben. Ja, das ist recht bei dir.
Hat er Real Life? Ich weiß nicht, ob er verschollen ist. Kann ich dir leider nicht beantworten. Mike hat er auch schon gefragt. Er ist verschollen, ich. Ja, Jason ist verschollen, deswegen ist er hier. Ja. Also was? Ich bin verschollen? Ja, Jason, du bist verschollen. Oh mein Gott. Hoppa, boba. Oh. Da ist ja Banane. Kannst du Jason eigentlich retten? Ich glaube, die machen da hinten an dem Generator irgendwie ihr eigenes Spielchen. Ja, gut, dann geh ich Jason holen. Ich komme da nicht rüber. Der hat ach nee, da ist er. Ja, Megan, ich dachte, das wärst du gewesen. Sie hat gesagt, ich soll dich. Nein. Ich habe erst den ersten Gen gemacht, dann kam Hubba Bubba, dann habe ich den zweiten gemacht, dann hat Meg gesagt, verpiss dich, du Penner, und dann musst du. Ich dachte, ich bin so ein Obdachloser, der Geld wollt. Ja. Jetzt voll was gegen meinen Kleidungsstil. Lauf, Jason. Du kannst dich 100% selber heilen. Jo. Du kleines Claudettchen. Eine Kiste. Oh, der Claudette. Kannst du mit einsprühen. Vielleicht hilft das. Da. Katsching. Actually, versuch dich mal zu retten, oder bist du gekämpft? Bei mir ist gerade der Bua noch da. Weil hier gerade noch irgendjemand rum, Mac rennt hier nach rum. Nee, Mac, bitte fahr mich jetzt nicht ab. Oh, du bist ne... Ich hasse Max. Oh mein Gott. Ja, Ecto war schön mit dir. Jetzt musst du leider sterben. Es währte nicht lang. Hallo. Hallo. Wollen wir den Generator hier vorne nicht machen? Ich weiß nicht, ist Bada. Ah, da, der war getarnt. Ich hab ihn gleich gesehen. Hopsala. Oh fuck. Ich hab jemand selbst heilen. Oh, Jason. Hm? Du hast eine Knackgasch in der Hose. Ich weiß. Also vom Körperbau ist die Toilette eigentlich nicht zu verachten. Ich hab tatsächlich bisher nie drauf geachtet. Oh mein Gott. Aber wenn der Claudette da war, habe ich versucht, sie zu ignorieren. Ja. Aber inzwischen habe ich gar nichts mehr. Ja, inzwischen ist es alles in Richtung Mac. Gedriftet, nee, momentan ne? Ist es tatsächlich Ace. Ah ja, Ace, ja, gut, der ist genauso nervig. Und Dwight teilweise auch. Was? Dwight? Ja, der Schrankboy. Ich mag Dwight. Da ist er. Komm mal angetigert. Kommt hinter den Holzstapeln hier lang. Ja. Jetzt kommt er nicht zurück, Mensch. Geh weg. Der scheiß Camp war wieder her. Ja. Leute, ich such die Umgebung ab. Das ist kein Camp. Doch. Wenn du in einem gewissen Radius drumherum rumläufst. Ja, super. Jetzt hat. Na, ja, vielleicht, ja, wenn sie wegläuft. Wenn sie wegläuft, ja. Oh mein Gott, jetzt kommt die wieder her. Oh mein Gott, sie farmt. Oh, nee. Gut gemacht, Megan. Weiß ich, hock genau vor ihm und sie. Oh nein, oh. Ich wünschte, er hätte Ecto zuerst aufgehoben. Er wäre tot. Ja, dann wäre ich tot. Ach so. Ich hasse Max. Ja, das war jetzt echt eine Scheißaktion. Ja. Ich hätte dich safe holen können. Jason wahrscheinlich auch. Ja. Hat alle vier drücken. Oh mein Gott, ich hab vergessen, dass es ja der Barbecue-Daddy ist. Jedes zweite Mal, dass so eine Max so eine richtige Assi-Aktion macht. Oh nein! Nee! Nee! Oh, Menno! Ich mag dich nicht. Du siehst voll kacke aus. Genauso riechst du auch. Böse, böse Megan. Oh, nein.
Oh shit. Nein, jetzt hat sie hier auch noch so eine scheiß Sackgasse, ey. Ach Jason, das hast du schon noch in die Sackgasse gelaufen bist und dann raus wolltest, aber ja. Da noch keiner da stand. Ja, das war quasi ein Kunstwerk. Weißt du, erst farmt sie alle Leute ab und jetzt hockt sie da am Ende der Map und denkt sich so. Ja, wie immer, ne? Ja, genau, Kraut. Das Käse ist einfach. Die quatscht da hinten rum, das ist so. Vielleicht weiß er ja, wo sie ist und sie stirbt auch. Ja, ja, die weiß, wo er ist. Ja, er hat wahrscheinlich Barbecue, ne? Ich hab da überhaupt nicht dran gedacht, dass er der Barbecue-Daddy ist. Ich schon, aber er hat mich dann doch leider gesehen, weil ich doof war. Ah, hast du was doof? Glaub ich nicht. Ja. Ab und zu hab ich immer solche Phasen. Hey, Crow. Spontane Blödheit. Spontane Selbstentzündung. Okay, sie kommt. Das auch, ja. Ja. Lass los, bevor sie sich abfarmt. Ne, sie geht erst zu dir. Lass los. Hey, wieso rennt sie zu mir? Weil du als erstes drauf gehst. Ach so, nee, sie rennt sogar. Ach, sie wollte zur Palette. Wahrscheinlich dachte sie sich, okay, oder auch nicht. Nee, sie wollte, glaube ich, zur Palette hin. Wow, Megan, wow. Einige von denen sind doch nur ein bisschen Palette. Ja, da war der Survivor der wahre Killer. Wie hoch ist die Chance, dass wir immer so einen Random bekommen? Oh. Ja. Ich meine, wir sind zu dritt. Es gibt halt nur ein Random. Aber warum? Ja, das zeigt, wie viele Dödel das Spiel spielen. Oh Mann, ey. Vor allem dann haben wir jetzt noch einen blöden, hässlichen Pullover. Ich mag den Pullover eigentlich. Nicht, wenn er Mac anhat. Wieso? Er hat Mac an. Der Pullover zieht Mac an. Das sieht sehr komisch aus. Boah, das wäre doch mal was. wenn Bubba so neue Gesichter kriegt. Also einmal Spide, Mac, Peng Peng. Oh mein Gott. Nice, David, nice. Was hast du denn sonst so Schönes? Kannst du schnell crouchen? Wahrscheinlich nicht, ne? Lol. Nee, ne? Alter, das ist nicht seine Ernst. Oh mein Gott, lässt er sie ihn kommen? Ja. Ja. Hey, was macht die denn? Komm mal rein, da kann ich nicht mehr. Wahnsinn. Oh mein Gott. Killt die ganzen restlichen Survivor und der Killer lässt sie dann auch noch reinkommen. Hey, ja, natürlich, weil sie hat ihm geholfen. Aus seiner Sicht war das sehr gut, was sie gemacht hat. Der hat Nöt wetten? Nee, der hat kein Nöt. Jo. No Honor ist ein anderes Spiel. Das heißt For Honor. Egal. Also ich habe mir eine eigene Challenge auferlegt, dass ich jetzt jede Runde immer einen anderen spiele. Okay, ja. Keine Ahnung. Damit ich immer verwirrt bin, weil ich immer irgendwelche anderen Perks drin habe. Nee. Wieso bist du eigentlich ein Detective? Weil du Batman nicht sein kannst, spielst du hier als ein Detective oder was? Mhm. Ja, ich glaub's auch. Oder lässt sich so rumlatschen. Er muss auch jedes Mal schreien, GCPD. GCPD? GCPD. Aber dann müsste ich eigentlich die Bösewichte hinter Gitter bringen und nicht die mich an den Haken. Wieso? Ganz viele Cops sterben doch auch. Das stimmt mich jetzt nachdenklich. Dann bist du halt nur so ein random Detective. Oder ein schlechter Detective. Ja. Ein schlechter Random Detective. Selbstentzündung. Ja. Übrigens, strengt euch an, Leute. Ich hab 100% reingeworfen. Oh Gott. Oh. Die hat der David noch versteckt gehabt. Wo hat er die denn versteckt? Willst du nicht wissen. In seinem Bad. Und jetzt überleg mal, in welchen? Oh Gott. Mein Gott. Hallo, in seinem Gesichtsbad. Ich weiß nicht, woran ihr gerade denken musstet. Ihr seid eklig. Schämt euch alle beide. Niemals. Wir haben jemanden verloren. Ja, den Horst. Nein. Oh. Wir haben dich verloren. Jason.
Oh, ich wurde vom Haus getrennt, wurde mir gerade gesagt. Ja, nice. Nee, du wurdest gekickt. Du warst eine zu große Herausforderung für den Killer. Ich glaube auch. Ja, das ist, oh mein Gott, der heißt Master, der weiß genau, was er tut. Mit dem will ich nicht spielen. Master of Disaster. So. Ihr könnt wieder reinkommen. Jo, schon ich gestatte es euch. Nice. So ist alles noch drin. Sehr schön. Das Ziel ist unterwegs verloren gegangen. Groß nicht erreichbar, okay. Dann nochmal. Ja. Ist uns richtig gut. Mhm. Schon wieder da und direkt das Spiel kaputt gemacht. Ja, super. Musst du dein Spiel immer noch zweimal starten? Ja. Wow. Voll sogar stürzen. Ja. So irgendwie der Einzige, der das muss. Irgendwie schon. Irgendwas läuft verkehrt bei dir, Jay. Vor allem, es hat ja mal 2-3 Tage geklappt. Ja, da ging es ja mal mit einmal starten, aber dann wieder nicht. Stimmt, das ging mal eine Zeit. War bestimmt nach einem Update und dann hat sich das Spiel gedacht: Moment, da war doch was. Ja. Er hat den Bug nicht mehr, das kann nicht sein. Ja, wow. Das ging schnell. Ist das nicht normalerweise immer der Killer, der rausgeht, wenn 3 Leute auf einmal reinkommen? Ich hab keine Ahnung. Bei uns machen sie die Randoms. Ach ja. Ja. Oh mein Gott. Mada. Das Klärchen. Es irritiert mich, dass er so ruhig ist. Ja, wir schämen uns für dich. Wow. Dabei bin ich noch nicht mal abgegangen. Was, die ist einer abgegangen? Nein. Oh Gott. Wow. Deswegen singt er immer, um das irgendwie zu überspielen. Also er klingt so dabei, wenn er... Na, ne. Was für ein Arsch! Mann, da kommst du halt. Oh mein Gott, ey, du. Ich frag einfach nicht. Nein. Dann muss ich nicht fragen. Schade nicht vor. Hilft auch nichts mehr. Nee. Da hat der Killer keinen Bock mehr. Ja. Ja, er hat deinen Stream geschaut und sich gedacht, boah, was für ein Spaß, die ist direkt raus. Dabei habe ich nicht mehr Twitch-TV drin. Ja, manche Leute gucken trotzdem tatsächlich nach. Weiß nicht, als Killer hast du vielleicht manchmal nichts zu tun. Ja, klar. Bei dem ständigen Runden waren wahrscheinlich nicht, ne? Lobby gewartet und so. Ganz genau. Hast du gerade Uga Uga gesagt? Nein, ich habe gegeben, du Penner. Das klang aber danach. Oh. Wow. Nur weil du die Sprache verstehst. Ja. Ich bin halt intellektuell überlegen. Intellektuell? Na klar, du bist kein Gegner für mein geschultes Hirn. Oh, wow. Auch nicht schlecht. Ich guck kurz bei Facebook. Ich guck kurz bei Facebook nebenbei rein und da steht: Hallo, also bei der Tagesschau, Hallo Stadt Bielefeld. Die Stadt Bielefeld hat 1 Million Euro für den Beweis ausgesetzt, dass es die Stadt nicht gibt. Was? Ja, das denke ich mir gerade auch. The fuck? Das hat gerade wirklich schön gepasst. So. Ja, ich weiß schon gar nicht, was ich dazu sagen soll. Party Luftschlangen und... Ja, gern geschehen. Nutzt sie weise. Also, in den ersten 5 Sekunden wird wer sterben? Ich. Wer wird von diesen Partyluftschlangen richtig viel abbekommen? Ich nicht. Hä, bist du verarscht? Ich bin jetzt die letzten Male direkt gestorben. Ja, aber der hat Mori dabei. Mori ist potenziell für mich gedacht. Sagt wer? Der Killer. Er hat mir gerade eben geschrieben. Achso, also, du bist des Todes. Was? Ja, ich denke mir so, warum ich? Ich habe noch nichts getan. Ich bin ein kleiner, netter Dude von nebenan. Ich habe Polizeischule erfolgreich abgeschlossen. Gut, der Jigsaw-Killer hat mich halt abgeschlachtet, so halb. Und
gerade einen Schlaganfall oder was? Was ziehst du da? Bei Ecke kann man sich nie so sicher sein. Hey, guck mal nicht alt. Ja, vor allem mit dem Alter, ja. Ja, Alzheimer. Muss man vorsichtig sein. Er läuft ja auch schon ganz gebückt. Gebeugt, meine ich. Ah, wir haben gebeugt. Hallo, hallo, hallo. Oh, wir haben den Doc. Ich sehe meine 100% davon fliegen. Dito. Hey, aber wir kriegen den einen Gender wenigstens fertig. Ja, den Robot kriegt sich nicht mehr klar, weil der Killer meine Handy macht. Es tut mir leid, ich weiß auch nicht, was das war. Und ich sag noch so optimistisch, wir kriegen den einen Janier wenigstens fertig. Hä, kriegen wir doch auch. Hätte jetzt aber auch anders laufen können, da höre ich schon. Oh, scheiße. Da schreit ein David. Oh mein Gott, da schreit ein Detektiv. Alter, wenn der mich jetzt nicht gesehen hat, ne? Hä, hey, wo warst du? Ich bin da, wo Ecto gerade den Killer abgelenkt hat. Oder was du da hast. Nee, wo du da gerade den Killer abgelenkt hast. David, ich hab grad, bin ich hinter dir in den Schrank gegangen. Wow. Wow. Ja. Ach, du gehst also in die Schränke. Ja. Da bist du also. Ja, ich hab heute Schrankdienst. Ey, hier. Wer war das von euch? Ach, Ecto. Ich nicht. Ja, du hast ja auch Schrankdienst. Oh, nice, oh, Random. Nice. Ein produktiver Random kann das sein. Sind wir auf der neuen? Ja, wir sind auf dem. Nee, der neue ist ja auch nicht mehr. Oh, hallo. Na? Ich hab doch Schrankdienst. Nö, war ist zu Ende. Okay, fast schon Feierabend. Ja, kurze Arbeitszeit. Ah, das ist schön. Ich hab Angst. Mit Polizist 110. Ja, schreib da mal. Oh mein Gott, was? Warum? Oh nein, ich bin auf Stufe 3. Ich muss mich beruhigen. Boah, war das? Ich glaube, ich hab was verkackt. Ja, Leute. Ja, das ist produktiv, keine Sorge. Glaube ich. Glaubst du? Ja. Hast du Hämorrhoiden? Weiß ich nicht. Mehr. Selbst wenn es will ich es nicht wissen! Oh mein Gott, ich dachte, das ist hinter dir her! Nee, nicht mehr. Wow! Ja, das weiß ich jetzt auch! Wo ist denn hier ein Jan? Ich hab mich selbst. Der ist an. Diese Info kam leider etwas spät. Sorry. Hast du Hämorrhoiden? Nein, ich hab keine Hämorrhoiden. Oh. Ja, da ist das Internet sehr, sehr schnell, Echo. Oh mein Gott. Die können mir nicht erzählen, was sie wollen. Wenn die Leute in meinem Umfeld das besser wissen. Oh mein Gott, jetzt geh doch weg, Alter. Oh, verprügelt Echo nicht mich. Was? Ja, du hast es verdient. Was? Warum hab ich das jetzt verdient? Ich würde dich auch mit so einem Riesenbogen verprügeln, wenn ich könnte. Okay. Und die schocken. Oh mein Gott, bitte fuck den Gen-Besen. Ja, wir sind alle dabei. Oh mein Gott. Ah, da war eine Sackgasse. Da war eine Sackgasse. Wenn er wirklich mit in die losschlagen, muss er verdienen. Oh, Menno. Da, sie sind böse, geh zu denen. Ah, er hat überladen dabei, by the way. Ah, ja. Gut zu wissen. Oh! War hier nicht eben hier irgendwo eine Kiste. Arme, by the way. Ja, Jason, geh deine Kiste suchen, wenn ich... Ja, auf dem Weg zu Ecto halt, ne? Bin ich der Meinung, an einer Kiste vorbeigekommen zu sein, aber ich finde hier keine mehr. Ja! Boah, mein Gott, kennst du mich jetzt? Geh weg! Hier ist keiner. Das ist doch nicht sein Scheiß Ernst. Ja. Wow, Doktor, wow. Ach, er ist Doktor, wow. Nicht Doktor Who? Komm, ich hol dich jetzt. Dankeschön. Bitte. Muss mir erstmal beruhigen gehen. Ja, ich habe Dinge gesehen. Ich hole mir den Dildo-Schlag ab. Oh Gott. Das ist wieder was ein Clip wert ist.
Mhm. Er ist aber nicht hinter mir her. Oh mein Gott, sucht er mich jetzt? Ja, also mich. Wieso werde ich denn heute die ganze Zeit getunnelt? Ich hab keine Ahnung. Ich bin am Gen in der Mitte. Er will mich murren. Vorbeikommen möchte. Ich werde gemurrt. Ey, das ist unfair. Ach nö. Murren wir für mich? Oh, Menno. Ich glaub mir meine Murren. Ja, ich so. Natürlich darfst du hier bleiben. Wow. Als ob's. Ja, ich glaube, bei mir ist es nicht besser. Also. Ist das der Kung. Ist der Kung Fu Panda nicht auf Po? Was? Crow nicht Po? Ach, ich hab Po verstanden. Der heißt Crow. Der heißt Crow. Name auf Englisch. Nur weil ich Sprachfehler hab, man möchte manchmal missverstehen. Ich hab nicht Po zu ihm gesagt. Egal, er ist ein Po. Das hast du gesagt. Haha, natürlich. Ach, guck mal, wie die jetzt alle kommen und ich werde zurückgelassen. Ich gehe raus, Jason, egal was passiert, ich gehe raus. Oh ja, ich will auch Kekse. Gib mir bitte Kekse ab, ich will auch Kekse. War das die Luke oder war das ein Tor? Hasse dich. Ecto ist echt gemein. Lasst euch das nicht gefallen, ihr müsst rebellieren. Ach, tschüss, Jason. Ja, ich muss ja erstmal unten rauskommen. Wo ging's denn hier hoch? Ach, da. Jason, du schaffst es! War jetzt ja, ein Tor offen, Kekse. Oder? Ja, Kekse. Ja, oh, danke schön. Hallo. Oh. War ein Tor offen, oder war das... Das habe ich gebraucht, nachdem die Kinder mal so gemein sind. Oh, ist nur eins auf, oder beide? Du bist auch nett, du gibst mir Kekse und Pat. Die anderen lassen mich immer sterben. Oh. Da ist ein Totem. Ja, Jason, gönn dir. Alles gut. Mein Gott, Jason will's wissen. Null ist knapp fun, heißt es aber mal. Ach, guck mal da. Menno, ein Spielverderber. Du musst laufen. Er hat von mir abgelassen. Du musst links. Ich glaube, du bist vom Ausgang weggelaufen. Oder? Ich glaube auch, ja. Oh mein Gott, es stirbt Jason, weil er so gierig war. Ja, da ist der Ausgang. Oh mein Gott, das ist die Luke. Wow. Ist hier noch Tote? Oh Gott, Jason, jetzt geh raus. Hallo? Ist hier Tote? Ist hier Tote? Oh mein Gott. Ich hoffe, der wird in der nächsten Runde gefacecamt. Oh, wie kann man nur so einen Lack haben? Wow, Jason. Oh fuck, ich hab nicht mal. Lack hätte ich gehabt, wenn ich das Totem noch gekriegt hätte. Wieso hassen die mich alle so? Ich hab ihn nicht verdient. Nein. Ja gut, dann muss ich mal gucken, wen ich jetzt spiele. Günther. Ah, nee, Günther war nicht so ein cooler Survivor, weiß ich auch nicht. Ja, es wäre so witzig gewesen, wenn der Killer wirklich gekommen wäre und die Hedge zugetreten hätte. Das hätte ich Jason auch gegönnt. Wenn er dann da sitzt so vor der Hedge und die wird ihm vor der Fresse zugeschlagen. Das ist ja witzig. Gut, warte mal, wir hatten dich und dich jetzt. Dich auch. Na gut, dann nehme ich dich jetzt. So. Jetzt bin ich Jasons Schwester. Oder was ist das? Selbstlos. Oh, bin ich selbstlos? Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, was selbstlos ist. Hm. Ja, wenn der Kind auch Nöte gehabt hätte. Und dann noch Mori. Das hat er wahrscheinlich gehabt, oder? Ach nee, er hat euch ja nochmal angestupst. Weiß also, mich hat er gemurrt. Keine Ahnung. Ja, mich hat er nicht angestupst. Weil irgendwas hat er ja gehabt. Da war ja ein Fluchtotem gewesen. Vielleicht war es ein Nervenkitzel der Jagd? Weiß ich nicht. Ja, das wäre uns doch schon aufgefallen, oder ne? Das nehmen wir als Bullshit. Ich nehme einfach so einen Schlüssel mit. Ich rauch schon aus den Ohren. Echt? Das ist selbstlos. Ich dachte, das wäre irgendwie Tapferkeit oder so. Ich dachte, selbstlos wäre zum Beispiel, wenn ich einen Hit nehme für jemand anderen. Ach ja. Ich würde als selbstlos bezeichnen, dass man andere heilt. Ich dachte, das zählt auch mit dazu. Leute zu heilen ist selbstlos, meinst du?
Ja. Ich finde das doof, dass es da nicht irgendwie eine Auflistung gibt. Das weiß ich nicht. Es verwirrt mich immer. Es passt irgendwie alles zusammen, egal wie man es auslegt. Ihr könnt ja mal selbstlos sein. Ihr müsst sterben. Ich will gewinnen. Ich habe es verdient. Ich habe einen Schlüssel. Okay. Ja, ich habe auch nur Killer-Dallys, die ich niemals machen werde. Weil ich kein Killer spiele. Ein Spieler selbst. Hui. Habt ihr alle was mitgenommen? Ich schon. Ich weiß es nicht. Achso, okay, ja, ja, gut. Ich war kurz verwirrt. Kann mir es nämlich immer nicht merken. Ja, ja, tapfer ergibt auch viel, viel mehr Sinn, wenn man halt wegläuft. Aber ist Weglaufen wirklich tapfer? Wäre es nicht tapferer, sich da hinzustellen und gegen ihn zu kämpfen, so Messerfight-mäßig? Theoretisch ja. Ah, du hast geguckt. Ja gut, dann kann ich mir jetzt wesentlich sicher sein. Dankeschön. Achso, vom Haken auch. Okay, heilen und haken. Haken heilen? Ich muss einen Haken heilen, ja, ja. Ihr macht ihn kaputt und ich mache ihn wieder heil. Okay. Ist es nicht auch selbstlos, wenn ich einen Gen repariere, weil ich heile ihn? Bist du dann, ja, okay. dann Ace? Ace? Ja, wenn du den Haken reparierst, weil du dann dem Killer hilfst. Ich hab den Haken repariert, Gott. Hier eingeht hin. Ja, natürlich. Nein, ich bin nicht dieser doofe Ace. Oh Gott, bitte nicht der Clown. Und dann muss ich gehen. Hallo, alter Mann. Hallo. Oh Gott, das bist du? Jawohl. Lass mich dich heilen. Geh dich mal anhitten. Oh Gott, es ist der Doktor. Ach, schon wieder. Oh mein Gott. Nein. Gott, was war das denn? Ach so. Ich hab geschrien. Das ist ein Lecksprung. Oh Mann, warum ich? Hier hat jemand ganz anderes. Ich bin C, ist glaube ich. Also C-Kategorie ist glaube ich Totems und... Oh mein Gott, echt ernsthaft? Ja. Oh mein Gott, Ektor, warum hast du mich so? Was? Ich hab doch gar nicht... Bin nur weggerannt. Ich will dich ja nicht durch das Tote machen. Unterhalte dich jetzt mal nicht mit Pro. So. Und dann kommst du und schmierst an mir ab. Hey, ich wusste nicht, dass du da Tote machst. Ich wusste nicht, dass du in der Gegend bleibst. Hey, der Unglücksbescheid war schon da. Die Megan streichelt das Pferd. Ohne Witz, ich verklag dich. Was? Was, ihr streichelt das Pferd? Wow, ja. Seid gar nicht produktiv. Meg hat es gerade angehalten, nachdem wir den Generator fertig gemacht haben, und dann das Pferd gestreichelt. Ja, das macht ihr sehr gut. Au. Nein, tu mir nicht weh. Das tut mir leid. Totem hat sie auch da. Ich kann nur gerade nicht sehen, ob es ein Fluchtotem ist. Ich glaube aber nicht. Oh mein Gott, nein. Ich mag nicht mehr. Bitte geh weg. Ich hab Angst. Oh fuck. So. Tut mir leid. Ektor ist alter Mann, Leute begraben will, ist klar. Ja. Wow, nicht irgend so ein Sexualstraftäter. Nicht? Geh weg! Der sexuelle noch Belästigungspanda. Nee, wahrscheinlich. Euer sexuelle Belästigungs-Ekto. Wir müssen das Lied einfach umsetzen. Oder wir stecken Ekto in ein Panda-Kostüm. Ah, oh, ja, lass uns echt ein Panda-Kostüm stecken. Ja, Megan. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Und jetzt verschwinde ich. Oh, das ist ein Barbecue, oder? Weiß ich nicht. Komm in den Keller. Sexuell belästigungs One. Oh mein Gott. Gott, okay, ich wickel nicht mehr. Das ist mir zu viel. Ich mach kurz Versuch und sterbe. Nein! Das hat mich jetzt gekillt. Nein, wir sterben. Dann sterben wir auch. Dann ist es dann deine Schuld. Dann bist du das ist dann nicht geworden. Selbstlos. Okay, ich muss auch selbstlos sein. Stimmt, ich muss selbstlos sein. Aber erstmal muss ich mich selbst anpassen. Da geht's dann aber selbst los, ne? Jason hat mit Peter lustig geduscht, man merkt. Oh mein Gott, warum hast du mich denn? Oh mein Gott, nein! Ja, das hat er nicht gesehen. Ich glaube nicht, der war in der Baum. Ich bin dafür, dass
mal was anderes spielen. Wenn er das echt nicht gesehen hat, ne? Das in den Schrank. Oh mein Gott. Das muss der aber eigentlich zumindest gehört haben. Nee, wieso? Du bist doch leiser rein. Nee. Also, ja, doch, aber bei mir bist du leiser rein. Man hört ja aber dann trotzdem die Schranktür aufgehen. Naja, aber er hatte wahrscheinlich Verfolgungsmusik und mein Rumgekeuche. Ja, Schwester! Willst du befummelt werden? Nicht hier. Hier treibt ein Pedo sein Unwesen. Oh Gott, das Ding ist so gruselig. Ja, 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 ihr werdet alle sterben. Was ist mit deinen Händen los? Das Blut und... Ich hab meine Tage. Hast du so ein, hast du so ein Muster? Bei mir nicht. Achso, klar, ich bin ja auch nicht blutig. Ha! Ich meinte tatsächlich gerade den Doktor. Nicht Ecto. Ecto ist doch kein Pedo. Immer bunter hier. Hä? Ich sag, dass du keiner bist. Ja, ja, aber ich meine auch von Joe. Oh mein Gott, ich den bin... Den hab ich im ersten Moment gar nicht gesehen, ey. Ich hab den Doktor auch gerade überhaupt nicht wahrgenommen. Ich hab den auch nicht gesehen. Ich hab nur gesehen, wie es irgendwie sich minimal bewegt hat und bin dann direkt abgebogen. Oh nein. Palette-chan! Shit. Freunde, das war's mit dir. War schön. Kannst du nicht nochmal hängen? Nein, ich häng schon zweimal. Ich hab den Schlüssel mit. Also krallt ihn euch. Selbst wenn ihr die Hedge schnell zuschlägt für den letzten von euch. Ist egal. Oh mein Gott, wieso hassen mich die Killer heute so extrem? Weiß es nicht. Ich auch nicht. Wow, ich gebe mir überhaupt keine Vorlagen. Hey, alles gut. Na, guck dir den Typen mal an, der sieht wirklich aus wie so ein Pedo. Mit seinen komischen aufgerissenen Augen und seinen Grinsen, seinen Schnauben. Und zum Beispiel Fangling und so, die sehen gar nicht so alt aus. Oder? Obwohl, bei der kann man es eh nicht sagen. Ziemlich jung. Oder Megan auch noch nicht. Ich meine, Megan ist doch sogar eine Schülerin, oder? Darf man nicht, darf man Lügsager sagen. Oh, da ist er ja. Nein. Das war zu klein, um sich zu verstecken. Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Was? Mit diesem Stachel dran und da kommt auch noch Strom. Oh mein Gott. Der Doktor heißt es der Penetrator. Oh Gott. Autsch. Oh mein Gott, jetzt wissen wir auch, was für ein Doktor ist. Er ist Gynäkologe. Oh mein Gott. Nein, Jason. Oh. Jason kommt jetzt zur Untersuchung. Seine Vorsorge. Ich hab keinen Herzschlag mehr, wenn er mich trägt. Ich bin halt auch kein Herzschlag. Ne, eben, sie ist auch nicht alt. Und Megan, glaube ich, geht noch zur Schule? War das so? Stand irgendwas nicht in ihrer Biografie, dass sie noch zur Schule geht oder sowas? Das weiß ich nicht. Die habe ich, glaube ich, nie durchgelesen. Ja, genau. Wenn doch, habe ich sie dann vergessen. College oder so. Wo College sind die dann schon volljährig, ne? Ich glaube, ja. Egal, ich bleib dabei. Wenn Freddy ist ein Pedo und Lara zu uns. Ich meine, wir müssen minderjährig sein. Das hätte ja Freddy auch gar keine, weiß ich nicht, überhaupt keinen Reiz, uns hinterher zu laufen. Lauf, Echo, lauf! Nimmst du es eigentlich auch jedes Mal einen anderen Survivor? Mhm. Keine Bock auf ihn. Also, wow. Okay, Echo. Das wollten wir jetzt nicht so genau wissen. Ich will auf den Rummel. Ich will mit alten Leuten auf den Rummel. Ach, shit. Ja, damit ich sie von der Achterbahn schützen kann. Oh Gott. Hier ist kein Schrank. Ich dachte, eine runde wilde Maus oder so. Hier ist kein Schrank. Muss ich wenigstens von dem anderen weglocken. Jetzt haben wir ausnahmsweise mal... Er jagt Ecto, weil wir gesagt haben, Ecto ist auch ein Pedo und er kann keine Konkurrenz vertragen. Hm. Guckt euch den Alten an, ey. Der lockt dich auch in seinem Bus. Oder in seinem Van. Lass gleich los. Shit. Nein, darf ich loslassen. Ist bei mir hier ein...
Das sieht so aus bei mir, als würde das Ding immer in deine Nase gehen. Also ich würde damit rumpuppeln. Geht auch irgendwie immer in meine Nase rein. Und das krault mein Bart. Oh, das ist oh, schon das nicht krault. Schlecht. Oh mein Gott, Ecto, ich muss wechseln. Hi, Jason. Hallo. Na, was machst du Schönes? Generatoren befummeln. Ja, Jason, fass den Gen an. Oh. Oh mein Gott. Solange du die Finger reinsteckst, ist gut. Ja, solange sie nicht da oben. Solange sie nicht da oben an den komischen Kolben rumfummeln. Du kannst dich ja danach aufsetzen, wenn er läuft. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist ja, glaube ich, schon ein bisschen sehr krass. Mit diesen Kolben haben irgendwie was Beruhigendes. Ich nicht. Irgendwie hypnotisieren sie mich immer, wenn ich den Gen mache. Mich stören sie immer, weil ich mit der Kamera dann so nach hinten gucke, dann ploppen die immer im Sichtfeld auf. Die wollen halt beachten. Ploppen in dein Gesicht. Ja, immer voll ins Gesicht. Nein, Megan! Megan hat auch einen Schlüssel dabei. Hat eigentlich mal jemand meinen geholt? Ich glaube nicht. Oder sie, ja. Nee, Megan hat. Oh mein Gott! Sie hat so einen rosa nennt, sie hat einen lila nennt. Kacke von Brot. Was? Ein Stück Kacke vom Brot. Ist er noch hinter dir? Nein. Ich hab Angst. Sehr gut, Jason. Oh mein Gott. Ihr müsst meinen Schlüssel retten. Ich weiß gar nicht, wo du gestorben bist. Bin ich nicht vom Rummel gestorben? Oh mein Nein. Gott. Nein! Alter, Jason! Wie kann er mich denn noch rausziehen, wenn ich schon draußen war? Ja, indem er dich anfasst. Hätte jetzt das auf, ja, erstmal bewegt sich so einer leicht, dann wird er schneller, dann bewegt sich mal langsam der zweite. Außer beim ersten Mal auch überhaupt nicht. Das klingt wie eine komische Gangbang-Party. Ich sag, das klingt wie eine komische Gangbang-Party. Und irgendwelche Kolben erst langsam bewegen, dann immer schneller und immer mehr werden. Oh mein Gott. Hallo, wir reden hier über den Gen. Ich weiß noch nicht, was ihr für abgedrehte Gedanken habt. Ja, warum ihr? Das war Jason. Ja, sag ich doch, ihr. Jason redet für Nein. Mich. Das ist doch nicht. Was? Oh mein Gott, die Megan ist bei der Luke. Sie wartet auf euch. In der Nähe der Kapelle zwischen zerstörten Wänden. Sie wartet auf euch, weil sie aufschließen. Zwischen zerstörten Wänden? Nein! Du Arschkeks. Okay, Jason ist tot. Ja, genau. Oh mein Gott, Jason! Ja, Jason ist viele. Was? Und Jason kennt all eure Sünden. Vielleicht. Oh, wie echt, du sollst los, lass mich gehen. Du musst ein bisschen weggehen, sonst kannst du nicht aufmachen. Stadtbild? Nein, Jason! Ja, weißt du, wie Ecto sich mit dem Random zusammenschießt und uns sterben lässt? Ja, ist echt so. Nice, Ecto, nice. Hast du gut gemacht. Ja, mach mir doch ein schlechtes Gewissen. Ja, der ist das so richtig erfahren lassen. Oh mein Gott! Was? Jede Runde wird irgendwie schlechter. Das und Ecto wollte nicht mal meinen Schlüssel retten. Der hat bestimmt die Megan mitgenommen. Nein, die hatte ihren eigenen Schlüssel dabei. Sie hatte den lilanen, meiner war rosa. Ja, tut mir leid, dass ich nicht gemerkt habe, wo du bist. Sie hatte nämlich gar kein Item mit und die hat den gefunden. Tut mir leid. Ach so, als du gestorben ist, okay. Menno. Spielen wir heute noch was anderes oder bleiben wir heute bei DBD? Noch anderes spielen. War ja gerade erstmal eine zweite Runde, glaube ich. Eine zweite? Ernsthaft? Ja, ich glaube, das war die zweite, oder? Kommt, glaube ich, hin. Ah, nein, die zweite doch nicht. Hast du nicht auch schon gegen die Nerds gespielt? Wir haben jetzt, nein. Also ich bin jetzt im Stream seit 45 Minuten. Das wären in etwa zwei Runden, denke ich. Krass. Okay, wen spiele ich jetzt? Der ist ja gerade besetzt. Lori, meine Gute, was machst du denn Schönes?
Ja, ich bin auch der Meinung, aber wer war denn der dritte Killer? Es waren jetzt zweimal der Doktor und... Wer war denn das noch? Ich bin auch der Meinung, Jason spielt die dritte Runde. Doch, stimmt. Leatherface. Ja, Lederlappmann da ganz am Anfang. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, die ganze Zeit hinterher, ich so, nein, was? Okay. Ich hätte eine Map. Wollt ihr auf eine bestimmte Map? Das ist mir Lachs. Nee, die Lachs-Map habe ich leider nicht. Weil Warum die nicht? Ziemlich stinkt. Ja, weil Lachs sie stinkt. Ich hasse Fisch. Okay, ein Grund mehr. Okay, warte. Armer Tiny. Warte mal. Das war... So, das passt. War ein sehr blöder Tiny. Ah, das haben wir keine guten Sachen. Menu! Lügen darf man nicht sagen. Das klingt immer wie wenn ein Kleinkind das zu einem sagt. Voll süß, du mal so. Lügen darf man nicht sagen. Darf man es nicht nur sagen oder darf man es. Also, darf ich es denn machen, wenn ich es nicht sage? Was? Lügen? Du hast es schon wieder getan. Böse. Schäm dich, Jason, schäm dich. Was denn? Da. Du hast das böse L-Wort gesagt. Liebe? Wow. Was wird da genau abgeschleckt? Ich bin verwirrt. Ist das sein... Ich... Frag nicht nach. Ah, man darf es machen, aber nicht sagen. Okay. Das ist eine sehr, sehr wichtige Information. Geh noch einen anderen schon wieder Block. Eine Mac. Ekton seine Max, ey. Gott. Ich lasse das so. Das passt schon. Wieso spielst du denn jetzt Jake? Wegen dem Shake. Du kopierst mich voll mit meiner Challenge. Hä? Was? Ob ich hier irgendeine Challenge mache? Ja, seit wann wechselst du denn so oft? Shalom, Shalom. Bock hab. Nein, bleib doch ruhig, Jake. Alles gut. Ich hoffe, dass es mit Feng Peng wieder besser läuft. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ja, putz meinen Tisch, Alex. Oh. Narbenarbeit an Katzen. Gleich macht er auf der Tastatur weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja genau, jetzt putzt dich. Und jetzt putzt die Bude. Hey, jetzt putzt nicht meine Tastatur. Die Ach, sag ich doch. Alex, warum, also. Warum schlägst du eigentlich alles ab? Ach ja, die South Park-Folge. Also Mr. Garrison ist auch der Beste. Hast du gerade das F-Wort gesagt? Was? Jude? Oh, ich liebe Carter, ich liebe seinen Humor. Hab ich auch schon ewig nicht mehr geschaut. Ah, ich hab die ersten Staffeln halt noch auf DVD. Oh, boah, die WoW-Folge ist so widerwärtig. Aber bin einer der Besten. Ja, aber er kackt in die Schüssel und er spritzt überall raus. Sein Bart ist voller Dünnschiss. Vor allem. Wieder einfach die Hose wieder hoch. Oh, wir haben Ruin. Ja, ohne abzuwischen, das war schon effizient wieder nicht. Ding Tong, was ist bloß los? Weiß ich nicht. Ich hab Angst. Kommst du mit in den Keller? Mhm. Okay, sorry, meine Scheiße. Oh mein Gott, nein! Hallo Nachbar. Alter! Jason ist in der Verdreck. Ja, hallo. Warte mal. Wir hängen! Och Mann, wieso ich schon wieder? Oh Gott, das ist echt nicht mein Tag.
Wer ist es denn? Die Hex. Okay. Die Hexe. Hexe, böse Hexe. Du stinkst nach altem Rettich. Geh weg. Dein wunderschönen Lendenshorts. Die geht wieder zu euch in den Keller. Oder... Ja, doch, doch, sie geht raus. Wow! Alter. Ja. Heilige Makrele. Welches Alter. Wort ich erlaube? Thunfisch. Gute Frage. Habe ich überhaupt Wörter, die ich nicht erlaube? Sie hat hier wieder irgendwas hingezeichnet gerade. Ja, ich bin immer nervös und ich bin nicht so gut in dem Spiel. Kommt schon einer zu dir hin? Nee, die Megan macht einen Totem? Ich bin gerade halbwegs auf dem Weg hier. Wir sind irgendwie alle gleich weit weg, aber ich glaube, Megan kommt jetzt. Nee, die kommen schneller. Oh Mann, oh bitte nicht. Und da kommt was, ja. Warum rennen die immer mitsamt Killer zu mir? Oh, ich hasse die Megan. Hat sie bei dir was hingekriegelt? Nee. Manu, jetzt bin ich schon in der zweiten Phase. Da kommt's jetzt wieder. Nee. Sie ist nicht mehr hinter mir her. Das ist doch Bullshit. Ich will Mori in 100 Pro. Wieso? Weil die Mori dabei hat. Oh, da hab ich nicht drauf geachtet. Nein! Aber nur weil die Megan mit der alten gekommen ist, bin ich in die zweite Phase. Ist doch doof. Mhm. Klasse, Max. Ich sag's dir immer wieder. Oh, lol. Beim Loslassen. Da war gar kein Quicktime-Event. Oh, wie die gebrüllt hat, ey. Es tat auch weh. Ich hab mir den Finger in die Wunde reingestopft. Bin ich sogar die ganze Faust. Fingernagel abgebrochen. Hier oben war ein Generator übrigens, ne? Achso. Ich wusste, dass du hierbleiben willst, wegen, weil ich geschrien hab. Ja, sie hatte ja noch jemanden da. Ja, Lido sieht traurig aus, seine Cola an. Fall dann raus. Wow. Jason, aber was für ein Typ bist du denn jetzt schon wieder? Oh, warte. Oh, hier ist ein brennendes Tor. Ja, mach kaputt, das ist Ruin. Nein, geht nicht. Sollten wir sie nicht retten? Oh, vielleicht. Oh, warte mal, ich weiß, dass ich das Mac mache. Den Killer bringen. Ja doch, jetzt macht's, glaube ich, Sinn. Jetzt haben wir dreimal verkannt. Warte mal. Versuch jetzt erstmal zu retten. Okay, die ist nicht mehr hinter dir her. Was ist dein Charakter? Ist. Oh Gott, warte. Ah nein, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Oh fuck. Mein Gott, cool. Frag mich da was. Oh Gott, ich komme auf den Namen nicht. Ist also so ein Anime mit so einem Meme, mit so einem Gamer. Und so, soll ich den Teil? Megan, ich kann dich. Ich weiß gar nicht, warum du dich überhaupt retten willst, nachdem du das gemacht hast. Punkte. Naja, Punkte bringen mir nichts, wenn die Alte wiedergekommen ist. Nein! Jetzt dürfte sie hier hinkommen. Na gut, dann geh ich zu Hector. Irgendwie legt sie gar keine Fallen, kann das sein? Doch, die legt random Fallen und dann eher Totem. So. Was genau willst du? Ist dir schon klar, dass Ecto hängt, ne? Achso, du bist doch noch nicht auf dem Weg. Nee, ich mache ein Totem. Die Megan hat sich neben mich gesetzt und mich immer rangewunken. Hat sie was hingekriegelt bei dir? Mhm. Oh mein Gott. Ich bin ungekriegelt. Danke. Oh Mann, ey, Megan. Schön, dass sie so unproduktiv. Oh mein Gott! Wenn ich sterben sollte, ich habe einen Koffer mit Heilung. Also okay. Instant Heilung. Wo war denn das Totem? Ja, irgendwo auf der Map. Ah. Wow. Das ist die beste Beschreibung, die ich je gehört habe. Ich habe keine Ahnung, ich wurde verfolgt und dann habe ich die Orientierung verloren. Dann musst du sie wieder finden. Guck mal, wie der Anime hieß. Es ist nicht mehr auf der Zunge. Oh Gott, ich hasse sowas. Wenn ich irgendwas im Kopf habe, aber das irgendwie nicht. Um was geht's denn? Aus will. Jason, das geht dich gar nichts an. Das ist ein Geheimnis. Puh, okay. Du wirst jetzt dumm sterben, mein Freund.
Hat er den... Nee. Den Gen habt ihr nicht fertig gemacht, ne? Hier unten? Ich habe einen fertig gemacht. War das überhaupt? Ich bin verwirrt, warte. Ah! Okay, wer geht hier retten? Ah, ich hab das Tor gefunden. Ich könnte hingehen, ich bin relativ weit weg, allerdings ich brauche eine Weile hin. Na gut, dann versuch mal dein Glück. Oh, die geht instant zu. Oh, die geht instant zu ihrem fucking Totem. Oh, um Gottes Willen, Alter. Ich kriege immer wieder einen Herzinfarkt, wenn das passiert. Was ist passiert? Ich habe eine Falle ausgelöst. Ach so. Wo ist denn das Totem? Auf der anderen Straßenseite von Mac. In der ähnlichen Richtung. Straßenseite von Mac? Zwischen gelbem und blauem Haus. Okay, wir sind. Ja, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Jedenfalls ungefähr. Oder auch nicht. Also sie verfolgt mich gerade, oder? Wo war das Totem nochmal? Irgendwas mit gelbem Haus? Mich nicht mehr. Ja, zwischen gelbem und blauem Haus. Oh mein Gott, ich mach alle Dinger! Ich löse diese ganzen Fallen aus. Ich kriege irgendwie seit einer Weile immer einen halben Herzinfarkt, wenn ich so eine Falle auslöse. Ich weiß auch nicht seit wann. Okay. Ich schmeiß dann fast meine Maus weg. So aus dem Fenster raus. In dem Pool. Ah, das wäre witzig. Das würde ich gerne sehen. Dann müsste ich aber übers Haus hinüberwerfen. Hä? Geh doch um, nimm ein anderes Zimmer. Nee. Nur damit ich meine Maus in den Pool schmeißen kann. Ja. Ja, ist ja lustig. Dann will ich ein Video davon. Mach du hast sagen, du wirst ein Foto da lassen, hast dann selbst gemerkt, was du schon getan hast. Nice. Ja, na endlich. Ja, wir können wieder produzieren. Okay, sie ist bei mir am Gen in dem gelben Haus. Oh mein Gott, der Gen ist ja schon an. Nein. Bin ich hier ein Gen? Ist da ein Gen? Immer so weit runterspringen kann, verstehe ich nicht. Ich würde mir alles dabei brechen. Das hätte ich Glasknochen. Ich habe Gummibeine. Aufklatschen und nicht mehr aufstehen. Ja, ich habe den Gen wieder gefunden. Ich hab... Oh, der Random ist gleich tot. Oh, der Random bringt ihn mit zu mir. Oh mein Gott. Ja, er hat, sein Name ist tatsächlich auch in manchen Spielen Trickshot Jason. Mhm. Da habe ich ihn getauft. Ja, und deswegen kann ich meine Maus über das Dach in den Pool schmeißen. Mhm. Ja, du warst auf YouTube oder so eine Videoreihe und machst so Trickshot-Würfe mit deiner Maus. Aus einem Hochhaus und wirft die in den Mülleimer. Ja, warum nicht? Jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Stockwerke dieses Haus hätte. Zwei. Scheiße, Hochhaus. Geht direkt in die Vollen. Jetzt muss ich wieder ans Hauspark denken, wie Carmen über diese Obdachlosen rüberspringt. Wo er so erzählt, irgendwie so voll übertrieben. Und kalt und mal so, nein, das waren nur zwei Obdachlose oder das war sogar nur einer. Oh, hi! Hallo. Bringt Pech bestimmt. Ja, dann geh ich mal. Nein, bleib hier. Wir müssen zusammenarbeiten. Wir hoffen, dass wir nicht sterben. Das wird nicht schneller da. Oh. Bei einem der gelben Häuser hinten ist ein Generator, der ist bei über 70. Boah, bei einem... Oh mein Gott! Zwischen zwei blauen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja. Ich versuche sie weit wegzulaufen. Ich muss halt lauen, also da. Oh mein Gott, wir aktivieren auch wirklich gerade jede Falle. Also sie ist noch hinter mir. Nein, geh weg. Bitte komm nicht her. Ich hab einen Schuss. Nice. Ich mach die Grenze, wenn ich den. Nein! Du hast doch Wallhack. Ich hasse das, dass die über Paletten und alles so wegschlagen können. Nein, schon alle. Okay. Herr Jason, ich weiß, was von dir erwartet wird.
Ist er schon tot? Nein. Ich hänge zum ersten Mal. Der hängt zum ersten Mal. Ist er schon tot? Habt ihr den wenigstens fertig gemacht? Ja. Sehr schön. Jason! Ja? Ihr müsst leben! Warte du, ich mein... Ja, ich laufe nicht weg. Aber ich kann natürlich... Na. Oh, du wirst dich gleich heilen, ja dann... Ja. Oh mein Gott! Klang ja gerade so, als hätte Yuki sie am Arsch. Ihr dürft meinen Koffer haben! Oder soll ich ihn nutzen? Ich weiß es nicht! Wird sie wahrscheinlich ihn tun. Ja, mir geht's super. Mir geht's super, super. Ja. Super bleifrei. Mhm. Oh shit! So, ein bisschen mehr Zeit. Zeit ist mein Freund. Zeit ist Geld. Wow, Ecto rennt natürlich total produktiv auf der Straße rum. Ja, ja, ich wollte in das Polizeiauto steigen und dann losfahren. So wie ich das kenne von... Ach, der ist schon an. Oh mein Gott, mach doch mal irgendwas. Ich suche einen Gen, aber ich finde keinen. Keinen, der. Auf der Straße ist das. Ach, da ist einer. Ah, war nicht so gut. Oh Mann. Bitte sei nett, bitte sei nett, bitte sei nett. Bitte tu das nicht. Also bitte, ich werde es zwischenwerfen wahrscheinlich nicht. Oh. Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Nein. Ich bin nur. Ja, nein, ich komme in den Himmel. Oh doch. Oh. Ich werde wiederkehren. Sag mir, wenn du die Luke hast. Ich hab mal einen Pit bekommen, da immerhin. Eine Verbesserung. Ich hab die Arschkarte. Was macht die? Oh, ist die wie Gott. Die plus 4 im Uno? Ey, ja, die macht auch mal kein Batman, High Frosty, Terox. Jason, wenn Ecto stimmt, dann musst du seinen Schlüssel nehmen. Wenn ich so lange durchhalte. Auch die Luke. Aus irgendeinem Grund wird Ecto nicht mehr verfolgt. Ja. Ich weiß nicht warum. Und sie hat den Mitleid mit dir. Hoffentlich. Ich bin ein Opfer. Ein Opfer von wem oder was? Opfer der Gesellschaft. Aha. Ich finde das schön, dass du die Luke suchst und Jason zurücklassen möchtest. Ja, natürlich möchte ich Jason zurücklassen. Und währenddessen bin ich produktiv, weißt du? Oh, Jason. Ja, Jason ist halt so naiv. Wow. Siehst du, letzte Runde hat er dich auch willentlich geopfert, nur um durch die Luke abzuhauen. Ja, wir dürfen Ecto nicht vertrauen, der hat zwei Gesichter. Er macht immer sein Hallo, ich bin Ecto, ich bin voll nett und dann plötzlich sticht dir der ein Messer im Rücken. Ich hab nur von den Besten gelernt. Joker, Two-Face. Nee, Two-Face ist nicht einer der Besten. Du setzt Two-Face mit Joker auf eine Stufe? Wow. Nö, aber der hat ja zwei Gesichter. Da, also die Hedge kann im Keller oder auf der Straße sein. Ja, das mit der Straße weiß ich auch. Die kann auch bestimmt auf dem Balkon sein. In diesem Pseudo-Keller. Du meinst Terrasse, nicht Balkon. Balkon wäre unlogisch, weil du würdest einfach runterfallen. Auf der Balkonterrasse. so eine Fake Luke. Oder einfach runterfällt. Da ist sie, da ist sie. Ah, ich hab sie. Was, wo? Da, wo du den Gen gemacht hast, Jason. Lol, dein Ernst? Ja. Der, also den letzten gerade? Ja. Oh. Bei dem blauen Haus. Da, wo die Schaukeln sind. Oh, da oben ist sie. Ja, einfach nur den Außenrand langlaufen. Mein Ecto, der ja, Freund. Ich muss erstmal hier. Ja, ja. Gucken, dass keiner guckt. Aber ich gucke, Jason. Ich sehe alles, was du tust. Ein kleines Buschweib. So.
Lauf, Jason! Hatte ich den hier gemacht? Nee. Nee, ach, weiter. Es ist außen am Rand. Kann einfach nicht ran. Ich glaube, das ist jetzt, wenn du dann nach links gehst. Ja. Ja, nice. Nice. Weißt du, was ich meine? Sehr, sehr gut. Ja, labert. Hä, die hatte Mori dabei? Boah, hat die überhaupt niemanden gemorit? Nee, ne? Nee. Nee, warte mal, was ist das? Die konnte nur den letzten. Ach, den letzten, töten. Ja. Ja, eiskalt erwischt. Da hoffelt sie erstmal durch die Gegend. Okay. Ach, die hat den Schlüssel nur gefunden. Oder? Ja, die hat den Schlüssel gefunden. Im Plünderspürsinn. Ja. Aha. Ey, hab ich gerade gesehen, dass es die letzte Schimmobin kann. Ja, aber das mit dem Farbe, also. Warte mal. Ich glaube, grün ist, wenn man irgendeine Morin kann. Dieses rosa, pink, was das ist, sind, glaube ich, alle. Mhm. Ja? Ja. Ja, und gelb ist den letzten. Ja, ja, mit Chillern habe ich das nicht so. So, wen spielen wir denn jetzt? Was kannst du? Alex. Kleine Kete. Alex soll das spielen. Ja. Projekto. Okay, cool. Danke schön. Vielen Dank, dass du auch hier reingeschaut hast. Ja, bye bye, bis zum nächsten Mal. Wow, voll angepisst. Also, der hat Kekse mitgebracht, sei mal nett. Und hat sogar mit mir geteilt. Hm. Was suchst du eigentlich noch hier ab zu Gamescom, Kappa? Hä, warum soll ich denn jetzt zu Gamescom? Wenn ich erst am Freitag ein Ticket habe. Ja, jetzt um diese Uhrzeit. Bis ich jetzt ins Auto und fahr los. Ja. Was liegt denn da? Draußen zelten davor. Die ganzen Tage, bis du dann am Freitag rein kannst. Klar. Am besten die Tage im Auto verbringen, ohne irgendwie. Kontakt zur Außenwelt. Aus Ektor seiner Keksdose, das klingt irgendwie unanständig. Oh Gott. Er klaut immer nur aus meiner Keksdose. Du hast eine Keksdose? Du kennst ja die DB-Fahrzeuge früher nehmen, um pünktlich am Freitag da zu sein, Kappa Perox. Darum habe ich einen Führerschein. Oh, ich will auch Kekse. Ich habe vergessen, mir mein Souvenir zu kaufen. Es fiel mir auf dem Rückweg von der Gamescom ein. Oh mein Gott, wie kann man sowas vergessen? Ja, es fiel mir dann erst ein. Deswegen habe ich es vergessen. Was vergessen? Mein Souvenir von der Gamescom zu kaufen. Vergessen? War traurig. Mhm. Ach, Jason. Das muss ich bis nächstes Jahr warten. Okay. Ja. Aber dann hast du immer noch kein Souvenir für dieses Jahr. Nee. Yay! Oh, guck mal, die hat ihren Kreditkartenpin mit angegeben. Oh, nice! Ja, müssen wir diese ausfindig machen und sie knebeln und ihre Kreditkarte klauen. Hm. Danke, Kira, für dein Bit. Danke. Ich hab übrigens einen Schlüssel mit. Wenn ich sterbe, könnt ihr ihn nutzen. Ja, wie viel Schlüssel hast du denn? Ja, ich spiele doch immer einen anderen Charakter. Auf allen hast du Schlüssel. Ja, gefühlt schon, weil früher waren Schlüssel eher so meh. Jetzt, inzwischen sind die eigentlich ganz praktisch geworden, wenn der Killer halt die Luke schließt und dann weggeht. Dann kannst du einfach hinkriechen und dann aufmachen. In der Tat. Das hört sich Bock auf. Oh, ich hab jetzt richtig Lust auf so. Triple Chocolate Cookies oder so. Da du uns ja nicht mehr magst, Hector. Wow, Kira. Ich hab jetzt Bock auf ein Eis. Habt ihr Eis? Darf ich vorbeikommen? Ich weiß gar nicht, ob wir noch Eis haben. Ich glaube ja, aber. Wow, oh mein Gott, so. Habt ihr Eis? Ich hab Eiswürfel. Hast du das? Oh, danke. Wow, Hector. Du weißt doch wirklich, was gut ist. Eiswürfel, oh mein Gott. Das könnte man aber auch mal machen. So Eis. Eiswürfel? Ja, also. Jetzt nicht Eiswürfel, sondern Eiswürfel. Oh, das wäre. Oh mein Gott, das wäre richtig cool. Wer ist denn eigentlich wer? Es gibt ja auch so, ich bin Kate. Ah, okay. Ich bin immer die anders ist. Ja, das verwirrt mich langsam.
Ja, ich habe ja gesagt, ich spiele heute immer unterschiedlich. Wenn wir dann noch das Hai-Spiel spielen, spielst du dann noch unterschiedliche Haie? Ja, da spielst du auch Kate. Das spielen, ja. Ja, da spiel ich auch Kate. Google mal, wie bei dir das Wort ins Haus bekommen hat, weil ich damit immer auch funktioniert. Okay, google mal. Oh mein Gott! Bitte nicht mich! Hier ist das Fluchtote. Au, gut. Au. Lass mich liegen, haut auf den Gen ein und heb mich auf. Macht er weiter tot? Ja, ich seh's. Und ich häng. Er ist jetzt da, wo du das Tote gemacht hast. Dann die Polizei, dann die alte Name anrufen. Er ist noch hier. Irgendwo. Nehmen. Ich hab ihn gerade noch gesehen. Okay, sag mal, wenn ich kann. Ich sehe ihn gerade jetzt nicht mehr. Scheiße, okay, er ist hinter mir, vergiss es. Oh ja. Lock ihn weg, dann kann er kurz machen. Okay, chase ihn. Er ist von dir abgedreht, glaube ich. Der Geist ist noch bei mir. Ja, hast du. Nee, er geht jetzt. Ja, da ist er wieder. Dein Scheiß Ernst, warum kämpft er denn jetzt so? Weißt du, wir haben Ruin? Aber nee, haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Weißt du, wir haben 5 Gens noch zu machen, wir jetzt schon an zu campen. Los! Oh, hi Kate. Hi. Oh shit, das gibt's nicht. Ich glaube, er eilt mir direkt hinterher. Hör auf, Kate! Ich würde schon mal die Waffen verstecken. Nee, wenn's die Polizei kommt, dann wird erstmal rumgeballert. Oh shit. Noch Koks verschmiert. Hast du wieder zu viel GTA gespielt oder was? Mhm. Oh mein Gott, nein! Oh sorry, wie. Es tut mir leid, das war keine Absicht. Ich wusste nicht, dass er weiß, dass du da bist. Er hat gerade reingeguckt. Hat reingelunzt in mich. Wicked. In die. Oh mein Gott. Spielen wir wieder gegen den Doktor, gegen den Gynäkologen? Ich bin einfach dreist jetzt. Du dachtest manchmal so eine alte Hexe, ne? Ja. Ich könnte so Kindermärchen vorlesen, so Hänsel und Gretel. Fehlt nur noch die große Warze auf der Nase. Wow. Ja, der hat woanders. Oh mein Gott. warum hasst Ecto mich? Nein? Okay, dann schade. Schick erstmal Alex vor. Nö. Oh Leute, da war ich schon mal. Ich hab euch gar nicht wiggelt. Oh oh. Oh hey Kate. Mit Pech wirst du jetzt. Ein Pipi-Mann. Oh mein Gott. Ach dein. Bisschen Hals. Woher weiß das? Weißt du mit Polizei? Was? Ich verstehe euch nicht. Oh mein Gott, das ist echt. Können wir nicht Witcher spielen? Ja, Witcher! Nein, kein Witcher. Nein, Witcher. Ja, dann müssen wir ohne Jason spielen, das will ich. Hm? Nur weil der Kacklappen mit mir spielen will. Nö, nee, du darfst nicht Kacklappen, weil du Kacklappen genannt bist. Aber ich kann so ähnlich wie bei Minecraft Witcher nur 1-2 Runden spielen. Kannst du nicht Kacklappen nennen? Ups, top. Ich darf ich Jason Kacklappen nennen. Nein, darfst du nicht. So. War das eine Sirene oder ein Schrei? Musst du nie erfahren. Das war sein Brunftschrei. Ja, Vincent kam Claudette angelaufen. Oh mein Gott, ganz ehrlich, lasst mich einfach zurück. Warum? Er campt halt. Er hat bei euch auch eben die ganze Zeit gecampt. Was? Wo ist, wird irgendeiner von euch verfolgt? Nö, der random Wender. Hey Perox! Wow, Ed, dankeschön. Hat er das also? Ja, Ecto ist halt so. Fabulös, wie ich meine. Oh lol. Besser hätte sie sich nicht hinlegen können. Deswegen meine ich, lasst mich sterben, schnappt euch den Schlüssel und dann. Hey, lockst du ihn weg? Ah, verdammt. Er geht nicht mit. Nee.
Deswegen meine ich, macht irgendwas Produktives, er campt halt. Das ist dumm. Geht weg. Er wird jetzt so lange warten, bis ich tot bin, dann wird er sich die andere schnappen und die wird er auch campen. Guckt, dass er irgendwie leicht den Schlüssel holt, macht genug Gens und dann gibt er abhauen. Mann, Kate, du bringst mir echt kein Glück. Okay. Wow. Lol. Und er geht weg. Oh mein Gott, du kriegst mal zu Flaggen. Mir. Er ist wieder hier, er ist hier. Er sucht, glaube ich, die andere. Die Lisa. Ach du Schande. Grandfather, Gaming Gang, vielen Dank für deinen Host. Ich hab mich erschrocken und verschluckt. Entschuldigung. Ja, danke schön. Ah. Okay. Ja, wo ich gestorben bin. Toll. Okay. Ach, lol. Wo ist die andere? Die kriecht noch. Ich hatte gehofft, dass Actus bis zu mir schafft, während ich den Generator fertig mache. Das wäre schon mal ganz geil. Dankeschön. Naja, Spaß kann man kaum haben, wenn man nicht stirbt. Aber trotzdem danke. Hier liegt es zwischen einer Palette, sie kriegt aber weiter. Du könntest versuchen, sie aufzuheben. Ich glaube, der Geist weiß nicht, wie ich. Er sucht das einfach oder? Bei mir rum. Also, ich mach erstmal den Gen fertig und dann hebe ich sie auf. Ich werde euch schon Abend bis später alles da, was die. Ich bin halt die Tor. Oh Gott. Oh, siehst du. Das wäre nämlich jetzt schief gegangen. Das sagst du. Also ich bin ja gleich für das Highspiel oder für ein bisschen Golf oder Widget. Irgendetwas, wo ich nicht ständig sterbe. Jason, schnapp dir meinen Schlüssel, falls der Killer die Headshot hat. Hector ist aber dir? Was? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ja, das bei mir. Ach. Hector, nein! Du bist jetzt auch im Himmel. Nein! Mhm. Allerdings, du bist hier die Kiste ausgegangen. Das ist nicht schlimm. Das ist ein Spacken. Waren ja eh meine. Wow. Ah, das ist bitter. Was für eine Lusche. Das ist so bitter, bitter. Was willst du? Nice Killer heißt der. Natürlich. Nice Killer, nice. Scheiß Killer wohl, ja. Ich glaub, da hat er sich verschrieben. Wow. Das beschreibt quasi die ganzen DVD-Runden. Es war heute nicht ganz so gut. Nur frustrierend. Ja. Im Moment. Ja, irgendwie nur heute Camper, Thunder, das ist, ach, weiß ich nicht, ganz komisch. Das Skill. Ja, die. Nope. Wow. Das ist sogar deutsch, alle Dödel. Ja, das ja immer. Man, ne? Oh, das ist auch immer nur Futter für die, wenn man sowas schreibt. Ja, die freuen sich noch. Der hat jetzt schon die Hand in der Hose. Deswegen schreibe ich sowas. Die Leute wissen doch, was sie tun. Warum will man sie immer darauf aufmerksam machen? Nee, scheinbar weiß das nicht. Was ist dieses Campen? Was? Dieser zwei ich hab doch mein Zelt gar nicht mit dabei. Oh mein Gott. Nein. Okay, was ist der Plan? Ich weiß, wir haben keinen Plan, aber was ist der Plan? Gute Frage. Worauf habt ihr denn Lust? Golf? Ja, Golf. Sind alle damit einverstanden? Mhm. Okay, gut, dann würde ich einmal kurz AFK wollen. Okay. Ich brauche sowieso 3 Stunden, bis es startet. Ach ja, stimmt, Jason, ja. Vielleicht will ich das. Ich bin dann mal eben kurz weg und bin gleich wieder da. Jo, okay, bis gleich. Erstmal Titel abändern hier wieder.
bevor ich es vergesse. Was willst du machen? Titel abändern, bevor ich es vergesse. Meiner ist Universal. Das ist dein Titel? Universal? Mhm. Was ist mit den Multiversen? Oh, keine Multiverse. Was Golf war jetzt angedacht, der Plan, ne? Jo. Gegolfet. Die hätten wenigstens in den Ladescreen noch irgendwie Musik mit reinbasteln können, ne? Wenn er schon so lange dauert. Was hast du denn auf der Gamescom eigentlich so vor? Eigentlich gar nichts. Gar nichts? Naja. Aber mal gucken, was da so geht oder so. Eigentlich am Samstag ist eigentlich so, wo man dann halt eventuell Leute trifft, aber. Ich muss überlegen, ob ich Freitag überhaupt hingehe. Also spieletechnisch. Gamescom? Spieletechnisch war da jetzt. Naja. Also Cyberpunk ja. Halt, Final Fantasy, das Remake von 7, vielleicht noch Need for Speed, aber ansonsten war da Borderlands 3 noch möglicherweise. Also ich denke halt irgendwie so, wird es mir wahrscheinlich sogar Samstag einfach reichen, die 4 Stunden, weil. Ja, geil, Schwarzbild. In den 4 Stunden kommst du wahrscheinlich immer von A nach B. Abends schon, aber Ja, du bist doch vom Freitag bis Samstag auf der Gamescom, oder nicht? Ja, aber ich hab Freitag irgendwie, weiß nicht, meine Lust ist da sehr begrenzt. Okay. Wie? Ist der Bass also? Nein. Willst du mal schön, wie das Spiel nicht starten will, die ersten 5 Stunden? Hab ich auch gerade schon gesagt, man. Ja, eigentlich hätten sie da Musik noch mit einbauen können, wenigstens. Ja, irgendwelche Wartemusik oder so. So typische Fahrstuhlmusik. Ja, nicht mal Bild, solange es nicht startet. Wow. Irgendwie. Geht da überhaupt was? Das frage ich mich gerade nämlich auch, weil ich gucke gerade hier meine Skins und Heads und so weiter rein, oder ist nicht. Ah, jetzt! Juhu, ich habe keine Musik. Ja! Jetzt habe ich keine Musik. Ich glaube fast, ich darf das Spiel gleich nochmal neu starten. Oh, Moment, ich muss einmal kurz. So wie immer chasen. Ja, weil hier passiert gerade nichts. Ja, aber Jace muss irgendwie aus irgendwelchen Gründen alle Spiele doppelt und dreifach laden, so sicherheitshalber. Ich keine Ahnung, was er da macht. Ich wüsste es auch gerne. Ganz mysteriös. So. Da war er ausnahmsweise mal relativ schnell durch den Ladebildschirm durch und dann war es ihm das wahrscheinlich zu schnell. Dann hat er nichts richtig geladen. Wow. Ja, aber ich konnte gerade an meinem Ball keine Anpassung vornehmen. Es waren keine Tails mit drin, keine Farben, keine Dingsbums. Na gut, Farben sowieso nicht, aber jetzt ist er schon wieder direkt drin. Wer macht eine Lobby auf? Ich mache eine. Aber die Heads sind da. Kurz okay. Wie möchte ich denn aussehen? Oh, habe ich jetzt zweimal diesen scheiß Kiri Forest drin? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Doppelt hält besser? Ich bin mit der Farbe nicht so zufrieden. Moment. Das hier. So. Hat schon einer eine Lobby aufgemacht? Ah, ja, ein bisschen besser.
Aber das Leaderboard sieht ja auch schön aus. Alle unbekannt. Also irgendwas stimmt mit dem Spiel nicht. So, haben und nicht haben, meine Freunde. Ja, Lobby. Dann wollen wir einmal Eddo hinterher. Uff. Was uffst du? Ich habe gerade mein Spotify aufgemacht und dann ploppte das so in den Vordergrund. Ach ja, okay. Ah, ich ahne, welche Map das wird. So. Ach, ist die Musik so krass leiser? Ja, irgendwie bei mir auch. Dann mach ich mal kurz, Eine Verstandardstufe von der Lautstärke, aber irgendwie tierisch leise. Ist ja auch gerade erstmal zwei Pips hoch. Ach so, ja, ich brauch ja... Oder nicht. Dass man hier nicht ins, in die Option kann währenddessen. Warte mal, ich, Oh mein Gott. Ja, ich gehöre ins Wasser. Ist schon besser. So. Musste ich wieder waschen, es war stark. Okay. Ja, weil ich ganz braun war. Hä, hey, wieso? Ach, das ist... Ach, Jace ist in mir. Ich dachte gerade, warum bin ich da Gold? Weil der... Ja, mein, ja! Okay, ich bin immerhin rübergekommen. Ja, ich bin drüben. Ich bin köstliches Eis. Mit Donuts. Ich Hunger. Donut-Eis, das wäre auch cool. Oh. Donut-Eis. Einmal geschafft in meinem Leben. Oh mein Gott. Nein! Jason, warum? Oh mein Gott, bitte, bitte bleib oben. Ich hatte sowas vom Vorfahrt. Alter, mein Piratenball geht ab. Tschüss, Jason. Du Captain Ecto One oder was? Captain Blaubeer. Alter, Jason. Ball, hallo, na. Er schüttelt den Kopf. Nein, ja, der will da nicht hoch. Traut ja, wenn ich wüsste, nicht. Dass da oben ein Geist ist, würde ich da auch nicht hoch wollen. Vor allem, wenn man dann... Kopflos nicht. Wenn man ein Eis ist. Nein! Wer weiß, soll der Ball das wissen? Gott. Leben am Limit! Nein, das gibt's doch nicht. Ja, nein! Oh mein Gott. Das Quidditch-Feld! Ja. Da hinten. Da hinten. Ich habe es gesichtet. Ja, nein, ja. Okay, fast. Ja, besser ist rauszufliegen. Oh. Na. Ich. Ja, ich bin dran. Gerade auf Abwägen. Willst du ans andere Ufer? Lol. Ich hab's für dich nicht gezählt. Doch, aber du hast mich nochmal zurückgehauen über die Hälfte und dann bin ich wieder. Ja. Manchmal muss man einfach Slytherin-Arten einsetzen. Oh mein Gott, wo komm ich hin? Ja, mal nicht das Slytherin. Kommt da sonst immer hin. Oh, oder doch? Oder nicht? Ja, Ravenclaw. Nein. Oh nein, eine Rampe. Oh mein Gott. Freut sich erst doch so. Ja, Ravenclaw. Ja, aber ich hasse Rampen. Ich kann mit Rampen halt voll nicht umgehen. Ach, das Ding wieder. Ach, fuck. Hab ich noch drauf? Nö. Wow. Oh, hey, Jason. Ne. Fuck. Wenn man mich isst, werde ich zu dir. Ja. Oh, Mano. Wie lass mich schlecht dastehen. Mhm. Machen wir das nicht immer? Wow. Ja, du sowieso. Du bist richtig nett, Jason. Okay, beim dritten Mal. Das war okay. Dann kann ich leben. Oh, das war zu schnell. Man muss es irgendwie immer erstmal auf die kürzeste Art und Weise versuchen, hier bei dem Ding. Achtung, ich komme. Und wegen in der Kürze liegt die Würze. Ja. Nein. Bist du eigentlich ein Kacke-Pirat, oder? Was? Nein, ich bin halb braun wegen dem Hut. Ein Popo-Stecher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jason, das hättest du gern. Nee. Oh mein Gott. Alles klar. Warum wär's denn die Scheiße hier? Ich bin golden, ja. Oh mein Gott, das ist was ganz anderes. Oh mein Gott.
Lol, ich werde hier einfach abgedrängt. Hast du verdient. Kleiner Popo-Pirat. Wow, hä? Wow, schon wieder? Ja. Und rauf. Oh, das war zu kurz. Nein! Oh mein Gott! Ja, oh nein! Nein! Das war mal voll der Fail. Oh mein Fuck. Schon Rampe. Oh. Oh Gott, das war zu doll. Jo. Nein! Komm nicht mal hoch. Kriegst du nicht hoch. Oh mein Hector. Ja, schon so alt. Vor allem der Helikopter ist zu schwer. Boah, setzt du ihn? Okay, was machst du denn mit dem Tisch? Mann, was ist denn jetzt steht los? Vor. Oh Gott, da steht da einfach, ja, okay. Das würde ich mir nicht vorstellen. Ja, wie stellst du dir das vor, wenn er den Helikopter macht mit seinem, weißt du schon? Hä, warum sind da Treppen? Wie so ein Propeller, oh Mann. Ah, schön. Darf ich jetzt vielleicht... Oh mein Gott, was machst du denn? Ich lag ganz sanft und der Ball, der fliegt, als würde, keine Ahnung, morgen die Welt untergehen. Ja, vielleicht tust du es, vielleicht weiß der Ball ja mehr wie wir. Oh, das ist der allwissende Ball. Der braune Pirat. Guck mal, Eckle, da hinten an der Wand war dein Zeichen. Was, mein Zeichen? Ja, ein Totenkopf, wie auf deiner Flagge. Mhm. Oh mein Gott, wer hat mich da abgedrängt? Jason. Was? Jason. Glaube ich nicht. Wenn du schon so schreist, Jason, dann war er das definitiv nicht. Ja, ich war doch ganz woanders. Das glaube ich dir nicht. Hat ihrem Leben Plot. Boah, da wollte ich auch gerade rein. Macht Platz. Geht weg. Wow. Warum zu schreien? Ich hasse. Ha. Hallo, Hector. Ha. Überholt. Ja. Warum? Weil ich es kann. Ich will da durch. Ja, ich muss halt erstmal liegen bleiben, bevor ich schlagen kann, du Nase. Nein, warum pralle ich davon ab? Oh, ein Totenkopf. Bestimmt einer der Schüler. Oh mein Gott, ich bin ausgerutscht mit einem Haus. Das war richtig fail. Nein. Nach 400 Stunden endlich mal drin. Gott, so lange hast du bei der gebraucht. Gesagt, 400 Stunden ist er endlich mal drin. Ja, vielleicht ist das mit Daten und so. Aber 400 Stunden gebraucht, um reinzukommen. 400 Stunden ist schon heftig. Oh, was war das denn? Ja, meinst du? Endlich mal drin. Mein Gott. Geht. 400 Stunden, um jemanden kennenzulernen und so, es geht. Also jetzt 400 Nonstop-Stunden. Ja. Nein. Ja. Siehste? Dinge, worüber ich mir keine Gedanken mache. Oh Gott, Eck, du liegst da. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ja, weil ich gerade eben erst wieder gespawnt bin. Ja, vor allem... Oh nein, ich roll hier jetzt runter. Oh mein Gott, das hat nicht gezielt, aber ich war doch drin. Wieso funktioniert das nicht wie so ein Magnet oder so? Dass man halt, wenn man drin ist, ist man drin. Hm. Immer noch rausploppen muss, ist total unfair. Na geil. Oh, Jason. Wow, die Spinne ihn da noch mobben will. Jason, du kannst es schaffen. Du musst es nur wollen. Siehst du? Du musst es nur wollen. Und jetzt haut die mir hier runter. Nein, mach die nicht. Die ist brav. Guck. War knapp. Nicht schlecht, nicht schlecht, Jason. Mhm. Timing ist die halbe Miete. Ist das so? Mhm. Ja, jetzt bin ich nicht mehr ganz unten.
Ja, zack. Nein, 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 nein. Okay, okay, okay. Sehr gut, sehr gut. Oh Gott, jetzt muss ich mich hier aufsetzen. Ohne Witz, Axel, man sieht sich auf diesen dunklen Platten überhaupt nicht. Ich bin ein getarnter Ninja, wollte ich sagen. Ich bin ein getarnter Pirat. Hm. Oh, kommst auch immer von hinten. Viel. Ganz getarnt. Ey, das ist mit dem Popo-Pirat natürlich schon gesagt. Hat mich nicht resettet. Das ist nur, wenn du dahinter liegen bleibst, hinter den ganzen Skeletten. Ach schön. Ja, bleib schön da. Bleib, bleib, bleib. Oh mein Gott, ernsthaft? Hm? Nein. Doch, ja. Ich darf auf der Rampe liegen, von wo ich nicht schlagen kann. Nein! Harry! Ich der einfach über die ganze Map brüllt, ey. Ja, müssen auch alle hören. Er ist fucking Harry Potter. Hab's endlich geschafft. Ja! Hä, beim Reinplumpsen schaffst du es? Was ist das denn Bullshit? Ich hab das doch zwar nicht getroffen, aber okay. Ja, muss man auch nur irgendwie halbwegs dran vorbeirollen. Ja! Oh, oh mein Gott, da war eine Kante! Boah, blöde Arschlochkante. Ach, die Kante, ja, wo ich immer rausfliege. Bis zum ersten Mal passiert tatsächlich. Au! Da schon wieder! Oh mein Gott. Mich hat irgendwas übers Loch geschossen. Oh mein Gott, das war ja fast Jason immer passiert. Genau die Kante, ja. Das ist mir ja noch nie passiert. Oh mein Gott, ich habe seinen Fluch abbekommen. Jason-Fluch. Ich habe mich immer gewundert, warum Jason da nicht rüberkommt. Wow. Was ist denn das? Warum ist da eine Kante? Keine Ahnung. War mal noch eine unsichtbare Kante. Ja. Der ist ja doof. Eine doofe Kante. Boah, ist mir irgendwie passiert. Ich weiß nicht, was Jason passiert. Ich habe immer gewundert, warum er da mal rausfliegt, wo er rumkommt. Hole in One geschafft. Oh mein Gott, natürlich schafft er ein Hole in One. Und ich schaff's irgendwie aus der Karte rauszufliegen. Lol. Nice, Jason, nice. Ja, Jason, verkacke. Nein. Oh, wir sind alle relativ nah beieinander. Was war das denn? Was machst du? Hä? Ich hab nach vorne geschlagen und er ist gegen irgendwas gegen und ist nach hinten. Und das war noch nicht mal oben auf dem Looping drauf, das war hier vorne noch. Okay. Ja, das dachte ich mir eben auch. Oh mein Gott, das war so doll. Wechselt ihr euch ab, ha? Ja. Ja klar, so macht man das. Da ist der eine dann ja nicht einseitig ist, genau. Einseitigkeit ist doof. Siehst du, und so kommen beide auch ins Ziel. Mhm. Weiß. I solemnly swear that I'm up to no good. Oh, das war zu hart. Nein, Jason, hab ich angerempelt. Hä? Da wann schlägst du einfach? Sonst schlägst du immer zuletzt. Oh mein. Hector. Hm? Weißt du, er sabotiert mich, Jason, oder kommt Hector mit um? Boah. Hab nichts getan. Der kacke Pirat. Guck, der schüttelt den Kopf. Der ist einfach nur geistig zurückgeblieben. Erzähl das nicht meinem Ball. Ja. Nein. Oh Gott. Ah, endlich. Sehr schön. Drrr. Nein, Dumbledore! Dumbledore! Was? Auch noch unter den Schlüpfer, nicht unter den Rucksack, sondern unter den Schlüpfer.
Ja. Okay, Hector, okay. Guckst also gerne alten Männern oder den Schlüpfer? Er sammelt die wahrscheinlich auch noch. Lol, der hat nur Füße. Der hat keine Beine, nichts. Das ist eine ewige Vorstellung. Wo filmst du denn hin? Boah, der Mann ist tot. Da war schon wieder eine unsichtbare Wand. Oh nein, natürlich falle ich runter. Du liegst im Weg. Wer, ich? Ja. Hab's geschafft. Hallo, Hector. Hallo, Steffi. Wie steht's? Es tut mir leid, Voldemort. Voldemort? Es tut mir leid, Voldemort, ja. Ihm tut mir auch leid. Sehr gut, und bei dir? Ja, bei mir ist alles super. Oh mein Gott. Alles super duper. Komm schon, ja, nein, ja. Nein. Nein, check. Ah, mit zwei Schlägen. Nicht schlecht. Ey, Alter. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott, was hast du gemacht? Er hat mich von der Ding jetzt runtergehauen. Aber dafür bin ich jetzt instant drin. Ja. Karma, Bitch. Echt mal Karma, Bitch. Boah, da hat er dich runtergehauen? Ja. Was für ein Sacksack. Oh. Ein Cowboy-Hut. Samurai schwarz. Auch ein Schwarz. Samurai. Nice. So, Muskeln nennen. Okay. Jacki, Jacki. DVD immer schön ändern. Ja. Dann können wir jetzt eine ganze Samurai-Familie machen. Ja, aber mit Samurai-Familie sein. Okay. Was ist eine Samurai-Familie? Ja, ist schon gesagt, also mache ich das jetzt auch. Okay. Ich den Hut nicht schon? Ich glaube, ich will den Hut schon mal, ne? Das ist ein bisschen... Ja, ich hab den schon. Jo, was kann ich denn finden? Gesundheit! Danke. Ich glaube, ich lasse das so. Zack! Sagst Bescheid, wenn wir nachjoinen können? Ja, ich sag euch, wenn wieder offen ist. Okay. Ah, ich glaube, es ist auch meine letzte Runde. Da ist es mir schwer. 12. Mhm. Ah. Wie lang denn ja erstmal? Jo. Ja. Schon wieder spät. So. Ja. Oh, und ich kann morgen ausschlafen. Oh fuck, ich habe auch das Ding geschlossen. Wow. Ich wollte gerade nachjoinen. Ja, ach, du hast das gesamte Spiel geschlossen. Oh, no. Ecto. Einmal mit Profis. Ja, echt mal. Was ist da los? Aha. Verwirrt. Ist schon so ein bisschen. Jetzt musst du dich erstmal wieder durch den Ladebildschirm kämpfen. Ja. Der böse, böse Ladebildschirm. Ja. Ecto, wann musst du eigentlich los? Zur Gamescom. Ja, irgendwann, also wenn ich Freitag gehe, irgendwann am Freitag, wenn ich Samstag gehe, dann irgendwann mittags. Ich dachte, beide Tage bist du da. Ja, wie gesagt, weiß ich nicht, ob ich Freitag hingehen möchte. Ja, wieso nicht? Weil meine Lust entsprechend. Hast du denn für beide Tage schon Karten? Ja, ja. Aber das ist doch Quatsch. Hast du doch so viel Geld für in den Sand gesetzt. Ja, aber ich finde es halt einfach irgendwie kacke, halt am Samstag irgendwie keine Ahnung was zu machen. Ja, ist halt Money, Ecto. Ja, Twitch Money. Ja, echt mal Twitch Money. Das hält mich halt so ein bisschen davon ab, weil halt so Main Ding ist halt Samstag und habe ich halt nur ein Abendticket. Und wenn ich dann halt, keine Ahnung, von morgens bis 16 Uhr irgendwas machen muss, dann ist mir das irgendwie jetzt langsam. Okay. Jede Mal, wo ich das halt überlege, wird es halt dümmlicher. Okay. Dann will ich mich überlegen, ob ich nach Freitag gar nicht gehe. Genau. Kann man die jetzt nachjoinen? Ich bin gerade überlegen, was für eine Map wir spielen.
Ja, irgendeine, die lustig ist. Da. Jetzt kann man nachschauen. Okay. Okay. Ja. Ja, ja. Ich wusste irgendwie, dass du genau diese Map nimmst. Ich wusste es. Es war so klar. Oh Mann. A little bit. Oh Gott, ich seh nix. Ich hab schon wieder vergessen, wie ich die hier gemacht habe. Oh fuck. Oh mein Gott, Jason ist keine Kacke mehr. Was, Jason Nein. ist keine Kacke? Das ist total. Es ist halt mega ungewohnt, weil Jason ist original, seitdem wir dieses Spiel spielen, Kacke. Das ist einfach ein Haufen Scheiße. Ein goldener Haufen Scheiße, ja. Ein goldener Haufen Scheiße, ja, da hast du recht. Das ist besondere Scheiße, ist der König der Scheiße. Mhm. Nee, es ist wirklich mega ungewohnt. Ja! Oh, ich bin bei seinem Patschehändchen gelandet. Oh, ich komme hier wahrscheinlich nicht hinter raus. Bitte, Patsche. Nee. Hast du deine Farbe gar nicht geändert? Nein. Nein, die Scheißfarbe, die bleibt. Einmal Scheiße, immer Scheiße. Oh. Whee! Gleichen Hi, Freunde! Hallo! Die drei golfenden Samurai. Mhm. Oh shit, wie waren das? Au! Jason, warum? Weil ich so in einer besseren Position liege. Wow. Und drin bin. Und dafür hast du mich abgedrängt. Wow. Ja, vor allem er hat mich benutzt. Ja. Einfach benutzt und weggeworfen. Als Taschentuch. Weil mache ich so schönes Feuerwerk für euch. Wollte ich gerade auch sagen. Oh nein, das ist so die Scheiße. Du Arsch. Oh, das war zu weit. Oh mein Gott, ich komm, nix. Komm. Ja. Nein! Boom. Lol. Wie, du hast es noch geschafft? Nein, ich bin durch ein anderes Loch geflogen, das wo wir eben waren. Oh mein Gott, Boykottierung. Die Explosion habe ich in ein anderes Loch geschleudert. Oh, ach wie so, gibt das denn? Hä? Oh mein Gott. Was Jace, ist bei mir? Nee, ich habe keine Ahnung. Jace ist voll auf dem Kriegsfahrt. Ja, seit ich der Samurai bin. Ja, irgendwie, weißt du, Jace ist immer der Taktiker. Er wartet immer ab, bis alle dann fertig sind und dann macht er. Und jetzt plötzlich denkt er sich so, scheiß auf alles. Ja. Aller. Richtiger Fuck. Richtiger Fuck. Richtiger Fuck. Was hast du gesagt? Ah, du bist ein Sternensamurai. Mhm. Wenn ich komme, sehen die anderen nur noch Sternchen. Oh, das klingt eklig. Ja. Ja, warum? Weil sie jetzt nicht zweideutig denken und halt komisch sind. Ja, ja, ja. Es gibt hier verschiedene Arten von Sternen, Hector. Okay. Ja, genau. Ja, verkackt ist. Los, Jace, los. Na. Wow. Immerhin bist du oben. Muss ich ja mal so sehen. Los, Ecto, los! Juhu! Ja! Nein, das war zu kurz. Los, Feuerwerk, töte sie! That's what she said. Oh.
Oh. Oh mein Gott, beste Ecke ever. Ich hab's auch immer in irgendwelche Ecken rein. Ja, ich auch, Gott. Ja, Jason kann auch. Egal. Alter, der Typ ist schon wieder. Ey, dafür ist er berühmt. Oh. Oh mein. Ach stimmt, man schafft es ja auch. Man schafft es theoretisch auch so rein. Ja, das. Mein Gott, hört auf mich abzubringen, Schweine! Ich will doch ganz normal rüber, ihr, lass mich in weißt Ruhe. Weißt du, ihr Schweine, so, ich bin nicht mal darin. Ey, ihr seid beide da gerade rumgeflogen. Ich nehme jetzt wieder ein anderes. Oh. Oh, das wär's. Alter, der Ektor nimmt doch echt jedes Loch, was er in die Finger bekommt. Hey. Ja, ich wollte zum Beispiel nicht. Jason hat mich halt in ein anderes Loch gedrängt. Ich hatte gar keine Wahl. Ja. Ja. Danke, Jason. Bitte. Eieieiei. Ich bin langsam ein bisschen müde. Oh mein Gott. Hä? Lol. Was war das denn? Ist voll gut. Aua. Fuck. Es war natürlich alles beabsichtigt. Mhm. Ja. Oh mein Gott. Sehr gut, Jason. Oh, Jason, jetzt sind wir auf dem ersten Platz. Kopf, oh mein Kopf, Gott, Kopf. Hä? Okay. Also manchmal mache ich es wirklich so leicht. Wo du hin wolltest, das wollen wir nicht wissen, ne? Geht doch gar nichts an. Okay. Mein Geheimnis privat. Nein. Nein. Wie kommt man denn da am besten rüber? Ja, so nicht. So nicht? Oh, lol. Super Jason. Ha! Wow. Er hat wieder reingetrickshottet. Mhm. Ja, mit Trickshot. Mhm. Oh mein Gott, nein. Warum? Hast du sicherlich verdient. Oh mein Gott. Nein! Irgendein... Das gibt's nicht. Mann, ich bin so schwach. Ja, so schwach. Ich hab mich einfach wegge. Oh mein Gott. Nee, hab ich gar nicht. Doch, hast du. Nee. Doch. Ich habe ja extra an dir vorbeigezielt auf der Rampe. Ja, du hast mich trotzdem weggebamst. Nein. Ich hab's auf Band. Ich auf Ton. Oh mein Gott, ich will nicht sehen, wie er dich wegbamst. Auch nicht per Videobeweis. Ich will's nicht. Vernichte dieses auch Band, bitte. Oh. Oh, da ging's fast drüber weg. Ja. Verdi. Was, Verdi? Ferdinand? Oh, da liege ich ja richtig scheiße. Mhm. Jason? Wie machen wir das denn jetzt? Das also? Wie machen wir das denn jetzt? Hey, das geht doch. Geht doch, komm Jason. Katapultier dich zurück. Ja, das überlege ich ja gerade. Komm, mach deinem Namen Ehre. Du bist ein echter Samurai. Los. Siehste? Er darf Jason nicht herausfordern. Natürlich kriegt er das hin. Hol ihm erstmal sein Winkelmesser raus. Ja, oder Pro. Oh nein. Jason sucht sich schon ein anderes Loch. Ja. Ich brauche neue Herausforderungen. Wow, oh Gott. Oh, richtig bitter. Ich will nur noch das Loch hier. Oh mein Gott. Oh, Jason hat sich nur noch ein Loch verschrieben, im Gegensatz zu Ecto, der einfach hier ist, was er kriegen kann. Vielleicht. Oh mein. Oh nein, das ist so. Oh mein Gott, so viel Pech kann man doch nicht haben. Was machst du da?
Ja, ich bin hier gerade ins Aus katapultiert. Ich war halt neben der Rampe, hinten in der Ecke. Ja. Der war voll doof. Und drin. Oh mein Gott. Er schafft es auch noch. Jetzt kommt aber, glaube ich, weil wieder gleich meine Hole-in-One-Herausforderung, ne? Keine Ahnung, vielleicht. Oh, shit. Diese Herausforderung nicht immer? Ja, erst seitdem ich herausgefunden habe durch Zufall, dass es geht. Bei dem einen Loch da. Wir sind aber alle ziemlich nah beieinander. Mhm. Noch. Mhm. Ja, genau das Ding. Alter! Ich hab doch gar nicht so doll geschlagen. Oh. Ja, da bin ich an der Wand abgeprallt. Nein! Doch! Ja. Zwar kein Hole im Mann, aber ich bin dran. Und drin. Keine Ahnung, was das war. Nein! Dann bis zum Mond und dann wieder zurück. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Mindestens. Ich habe den neuesten Toy Story noch gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Ist der schon draußen? Ich weiß gar nicht, ob ich den gucken will. Oh mein Gott, nein. Bei solchen Ausschlachtungen immer ein bisschen meine Zweifel. Ja. Nein! Oh, der wäre gut geworden. Jetzt liege ich hier richtig kacke. Nein! Nein! Oh, erwarte noch, bis wir da sind. Ein bisschen arschig muss man sein. Na, ja, ich bin noch reingekommen! Geil! Wie habe ich das denn hingekriegt? Das merke ich mir, alles klar. Wie habe ich das denn hingekriegt? Also, Jace, habe ich wenigstens ein anderes Loch katapultiert. Du setzt mich direkt zurück. Ja. Ich bin ein Gentleman. Ja, er ist ein Gentleman. Was mit dir? Ich bin ein Arschloch. Aber dass ich den da gerade noch reingepfeffert habe, ey, auf letzte Sekunde. Geil. Ja, aber es ist total wasch abgelaufen, er rollt noch rein. Ja, vor allem über das Fass hinweg reingehauen. Ja, ja, Trickshot Jason ist am Stissel. Ja. Geil. Ich mag es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, richtiger Funktionator. Richtiges Genius. Richtiger Imperator, so. Oh, Manu. Wieder Ecto. Ja, ich bin ein Arsch. Nein, so weit würde ich nicht gehen. Was war gemeint von dir? Weißt du, Jason Gentleman, er wollte mir einfach den Weg ersparen, hat mir einfach ein anderes Loch gegeben, ohne dass ich einen Schlag verwenden musste und du... Leider kann ich das nicht so gut planen wie er. Weißt du, musst du üben. Jason ist so ein krasser Trickshot-Typ, dass er sogar das schafft, mit diesen Explosionen uns in ein Loch zu befördern. Mhm. Lass mal sehen. Krasser Dude. Ja, aber mich ja nicht. Nee. Ja, du bist auch gemein. Du hast es nicht verdient. Genau. Ja. Außerdem heißt es Ladies First. Vielleicht kommst du ja zum nächsten Mal irgendwie in ein Loch rein. Wenn du eine richtige Lady bist. Mhm. Vielleicht macht Jason dich noch zur richtigen Lady. Oh Gott. Oh mein Gott. Hallo, ihr mit eurem Videobeweis und so. Das, Ich verzichte. Macht, was ihr wollt. Okay. Gudi, ich bin auf jeden Fall raus. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Ja, mich auch. Schon bei Nachbarn auch. Ich hab die letzten Nächte auch so wenig gepennt. Ja, weil ich hab mir so gesagt, so bis 12 ungefähr. Ist ja jetzt gleich 12. Ja, ich bin genau bei Punkt 2 Stunden, von daher passt das. Ja, siehst du. So für ein kleines Zwischendurch-Ding. War schon in Ordnung. Nach Kira. Na gut, die dann, euch danke fürs Mitmachen und an alle anderen vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche allen Mann eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Jo, genau, ich wünsche euch auch eine gute Nacht. Schön. Habt noch einen schönen Abend. Schlaf gut und bis, mal gucken, wann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye. Auf Wiedersehen. Tschüss.